Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Beaming Drive. Ja, wir befinden uns heute noch einmal auf Mount Shell und werden den geupdateten DSC Borer ausrüsten. Dann immer die Weird Classic Version mal raus. Ich steuere wieder mit dem Xbox One Controller und wir werden hier einfach mal versuchen, ein bisschen Highspeed durchzubrettern. Und werden da dabei wahrscheinlich elendig verrecken. Aber so ist das Leben, ne? Man verreckt mehrmals elendig. So. Auf jeden Fall finde ich immer noch, dass der FOV viel zu klein ist in diesem Cockpit. Da muss man aufpassen, dass man sich rechts nicht die Achsen, überhaupt nicht die Achsen kaputt macht. Komm. 20 km/h hoch. Ist okay bei dem Teil. So, wieder unter dem flackernden Licht durch. Ein Jump. Rechts rein. Und wieder links rüber. So. So. Jetzt nochmal Gas geben. Komm. Schaffst du. Boah. Links. Verdammt. Das ist natürlich sehr gefährlich. Das wäre voll auf den Helm geschlagen. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Die muss abfliegen im Notfall. Aber wenn ihr auf den Helm knallt, ist es nicht ganz so angenehm. Weil, ich meine, wir spielen hier ja nicht. Gott, wie heißt denn das? Wenn man uns auf den Topf hauen muss, irgendwas zu finden. Oh Gott. Was mit Klopfen? Nicht Topf klopfen. Eierklopfen? Wie ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ja, als ich ein kleines Kind war, habe ich das gespielt. Keine Ahnung. Wisst ihr, wie das heißt? Schreibt es mal bitte einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Oh. Jedenfalls, wir spielen das ja nicht mit dem Topf auf dem Kopf. Topf auf dem Kopf, das war ein Reim. Komm. Schön Aussicht genießen. Übrigens, da ja welche gefragt haben, was mit GTA 4 Mods und so allem ist und FIFA 15, da hat jetzt glaube ich keiner gefragt, auch einer oder so. Generell, Alien Isolation ist ja auch gerade seit einigen Wochen nicht da und Advanced Warfare seit dieser Woche oder Mitte letzter Woche. Ja, ich werde alle Serien erstmal, also außer BMG natürlich, bis voraussichtlich dieses Wochenende pausieren. Vielleicht nächstes Wochenende sogar, je nachdem, wie das alles klappt. Da ich mir meinen PC neu bauen will und da beziehungsweise upgraden will ich den ja. Und da will ich nicht zu viel Stress mit Vorproduzieren haben. Ich will das relativ schnell über die Bühne gehen lassen. Versteht er? Um da stressfrei alles ja, aufrüsten zu können. Und jedenfalls, das ist der Plan. Und ja, vielleicht fange ich schon. Oh, verdammt. Was unwahrscheinlich ist, aber im besten Falle fange ich morgen schon an, meinen PC zu bauen. Da müsste ich. Dann kann es auch sein. Also es kann sein, dass auch BeamNG ausfällt, je nachdem wie spontan alles passiert. Auf jeden Fall, wenn die neuen Sachen drin, dann geht's. Also drin sind, dann geht's weiter mit FIFA 15, mit GTA 4, mit BeamNG, mit Call of Duty wahrscheinlich, aber nicht lange. Danach wahrscheinlich irgendwann wieder mit Alien Isolation. Alles natürlich dann in Full HD. 60 FPS wahrscheinlich nicht. Weil das würde dann endlos alles zerstören. Weil ich meine, wenn man so 5 Stunden hintereinander aufnimmt, das Ganze mit 60 FPS. Eine Sekunde sind mit 60 FPS etwa 50 Megabyte. Also könnt ihr euch ja mal rechnen. Das heißt schon 10 Sekunden wären ein halber Gigabyte. 20 Sekunden sind ein Gigabyte dann. Dann rechnet das mal hoch auf 5 Stunden. Ich bin gerade zu faul dazu und habe Angst, dass ich mich blamiere beim Rechnen. Also lieber nicht. Wobei, ich könnte es versuchen. Warte, was sagt man? 20 Sekunden eine Stunde. Ein Gigabyte. Das heißt, wir hätten 3 Gigabyte pro Minute. Also 60. Also 10 Minuten 30 Gigabyte. Dann ist natürlich nochmal 150. 180 Gigabyte pro Stunde.
180 GB pro Stunde und das dann nochmal hochrechnen. Also hätten wir gut 900 GB für eine 5-Stunden-Aufnahme. Und man nimmt ja nicht nur eine Sache auf, ne? Also das ist dann da. Das ist dann doch etwas knapp. Also es ist etwas viel. Vielleicht, wenn ich meine neuen, wenn ich dann irgendwann die Festplatten habe, die ich will, dann vielleicht. Ich habe ja so einen Plan, wie ich meinen PC haben will. Dann ich werde irgendwann mal ein Video dazu machen, für die, die es interessiert, wenn ich ihn komplett fertig habe. Aber das wird noch dauern. Ich hoffe, ich krieg's 2015 fertig. Aber mal sehen, wir werden sehen, wie das Ganze abläuft. Auf jeden Fall freue ich mich drauf. Und das nächste Update wird auf jeden Fall schon ziemlich geil. Upsala. Schön in die Kurve rein. So, und dann einmal drehen, bitte. Danke. Tut mir leid. So, dann jetzt hier wieder einmal runter. Ba, 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 da, da, da. So. Hier schön Gas geben. Jetzt geht's Highspeed hier runter. Und no risk, no fun, ne? Wow, wie würde der Hipster sagen? YOLO. Aua. Oh, das wird böse. Aber, bis auf die Dings verformt sich ja nicht so viel. Oder, dann wollte ich jetzt nicht. Bis auf die Räder. Übrigens, der Macher der B-25 Mitchell, also dem Zweiten Weltkriegsbomber, der ja ziemlich geil crasht eigentlich, der ziemlich mit das geilste Flugzeug ist, BMG, der ist jetzt, der hat auch, hallo, da, der hat auch Hiroshi, nicht Hiroshi, der hat auch Riverside Expressway gemacht und den Stick hat er gemacht. Der macht übrigens Fehler, der hat mal so einen Dreidingswagen gecrasht, einen Dreiradwagen und ein Pagani Huayra. Ich weiß, da hat er dennoch nicht den Spoiler, aber er macht auch Fehler. Wenn er keine Crash, wenn er keine Fehler machen würde, dann hätte er das auch kontrolliert. Also, ha, alle, die gesagt haben, das Stick macht keine Fehler, er baut keine Unfälle. Bam, falsch gedacht. Das hab ich euch gezeigt. hat er die gemacht und der ist jetzt auch Dev, also Developer, sprich Entwickler, offizieller Entwickler von BMG, genauso wie Sam. Millington, sprich Jersey Sam, ist er jetzt auch richtiger Entwickler geworden. Also zwei Modder, zwei grandiose Modder, die jetzt Entwickler geworden sind. Einerseits ist es natürlich toll, weil die jetzt bei BMG mitarbeiten können und das ist auch geil für, oh verdammt, für sie. Andererseits ist es aber auch ein bisschen schade, dass sie jetzt natürlich nicht mehr so viele Mods machen können. Merkt man schon sehr krass bei Jersey Sam, der eigentlich ja nur noch seine Mods überarbeitet. Aber naja, so ist das Leben und es ist im Endeffekt viel besser für ihn. Vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, weiß man, dass es ziemlich gut war. Und ja, er arbeitet am Spiel und ich denke mal, die werden da vielleicht auch noch so Mods machen. So, ich denke, also was ich jetzt gerade so mitbekomme ist, dass Jersey Sam gerade, ich glaube, er arbeitet an einem Boot. Und er arbeitet an Balance, also dass man zum Beispiel, hat er so gesendet, dass man einen Oh, verdammt. Och nö, nicht schon wieder. Der hat einen Gavril D, also den Pickup, an den Dings gehangen. An den Dings ist immer gut. An den Ballon gehangen und hat es dann anschließend in die Lüfte gehoben. War auf jeden Fall ziemlich geil, sah das schon aus. Bin ich mal gespannt, was da passiert. Ich denke, in den nächsten Updates wird da einiges kommen. Kann man auf jeden Fall gespannt sein. Und, was ich auch manchmal gefragt, also was denke ich mal viele auch von euch interessiert, ist so, es gibt ja immer noch einige, die nicht BMG haben, übrigens, falls ihr BMG haben wollt, unten sind immer die Links zur offiziellen BMG-Seite, da könnt ihr BMG kaufen. Oh, nö. Und jedenfalls, oh, richtiger Stunt hier. Und das ja manche auch gar nicht kaufen können, wollen oder so, gibt's auch, also, haben viele ein Interesse an Giveaways, also dass ich mal BMG verlose. Das kann man übrigens, glaube ich, das kann man, soweit ich weiß, nicht auf YouTube direkt machen, denn das gegen verstößt gegen die Richtlinie. Okay, nochmal mache ich das nicht. Verstößt gegen die Richtlinie, da müsste ich einen anderen Weg finden. Aber jedenfalls, da würde ich das dann machen. Also ne, ich mach's nicht. Ich könnte mal versuchen, vielleicht mit den Devs zu sprechen, da vielleicht ein paar Versionen auszuhandeln, die man sozusagen mit Kooperation verlost. Wird nicht passieren, denke ich mal.
Ist nur so ein Gedanke. Also es ist ein Gedanke, ist das jetzt. Jetzt denkt nicht, dass ich ein Giveaway mache. Okay? Das habe ich schon wieder viel zu viel gesagt. Ich sag euch sowieso viel zu viel über sowas. Dann schüre ich immer Hoffnung. Ist das richtig? Jedenfalls sorge ich immer für Hoffnung bei euch. Und am Ende wird dann nichts draus und dann immer, oh Mann, oh, ist das? Dann seid ihr berecht enttäuscht. Berechtigt enttäuscht. Jedenfalls, ich kann es versuchen, kein Versprechen. Und wahrscheinlich wird es nicht passieren. Aber es wäre doch ganz lustig. Was wollt ihr eigentlich? Ich hatte schon mal eine Abstimmung gemacht, ne? Was ich als 10.000 inzwischen machen wollte. Und da kam eigentlich als meistgevotet ein Livestream raus. Nach einer Stunde BMG, was wir schon gemacht hatten. Schreibt doch mal in die Kommentare. Was wollt ihr denn als 10.000 Abonnenten special? Schreibt es in die Kommentare und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao!